So, Freunde, ich habe mir gestern Nacht sehr viele Videos angeguckt von Mois, seiner Ex-Frau. Anis heißt die, ne? Und ich würde gerne mal was dazu loswerden. Und zwar Richtung Mois gerichtet. Guck mal, ich habe ja in dem ersten Video versucht, dir zu helfen, ne? Du musst weg von diesen Substanzen, Sport betreiben, bla bla bla. Ob du das annimmst oder nicht, wie gesagt, du bist ein erwachsener Mann, wirst du schon selber wissen. Ich war mir auch zu dem Zeitpunkt sicher, dass auch du Fehler gemacht hast, sowohl auch bestimmt deine Ex-Frau. Also ich will jetzt nicht explizit für eine Seite Partei ergreifen. Aber eine Sache, vielleicht machst du dir auch mal ein paar Gedanken darüber. Eine Sache, was ein Mann eigentlich seiner Frau und Kindern bieten sollte, ist ja Stabilität. Und genau das Gegenteil hat zum Beispiel deine Ex-Frau von dir bekommen. Ich sag jetzt nicht unbedingt, ob du das absichtlich gemacht hast, ne? Darum geht es ja auch nicht. Aber sie hat ja auch sehr oft die Umzüge erwähnt, ne? Also da ist ja ziemlich viel auch schiefgelaufen deinerseits, Mois. Ne? Wir sitzen hier übrigens hier am Wasser im Benrather Schlosspark und ja, hier ist die Mückenplage auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen Sumpfwasser und da gibt es ziemlich viele Mücken hier. Deine Ex-Frau ist ja im Prinzip alle 4 bis 6 Monate mit dir irgendwie in eine neue Wohnung, eine neue Villa umgezogen. Die hat das ja auch erwähnt, die hat teilweise die Koffer irgendwann gar nicht mehr ausgepackt, weil die wusste, in ein paar Monaten oder ein paar Wochen zieht die eh wieder um. Noch dazu muss man ja dazu sagen, das will ich explizit, im ersten Video habe ich es erwähnt, ich erwähne das jetzt nochmal. Du hast dich ja, ich sag nicht, dass du kein Stress hattest. Ne? Man weiß ja, was du für einen Hintergrund hast. Ne? Als Kind in instabilen Verhältnissen aufgewachsen. Du hast ja auch in deinen Videos in letzter Zeit gesagt, dass du dich mit deiner Familie nicht mehr gut verstehst, weil die ja deine Uhren genommen haben und dann abgehauen sind nach Türkei und so weiter und so fort. Wir können alle nicht prüfen, was davon stimmt oder nicht. Und ich glaube nicht, dass du jetzt hundertprozentig lügst, Mois. In allem, was du sagst, wird schon irgendwo ein bisschen Wahrheit drinstecken, genauso wie bei deiner Frau. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du Stress hattest, enormen Stress, weil du dich erstens mit deiner eigenen Familie nicht so gut verstanden hast und zweitens, weil du keine finanzielle Stabilität aufbauen konntest, weil du sagst, ja, ich hatte keine Papiere und konnte, was weiß ich, als Beispiel nicht ein Haus oder eine Wohnung kaufen und so weiter und so fort. Das glaube ich dir alles. Nichtsdestotrotz musst du ja auch irgendwo verstehen, dass deine Frau die letzten Jahre sehr viel Instabilität erfahren hat. Ne? Du hast ja auch ein bisschen, wie soll man sagen, verbrannte Erde hinterlassen. Ne? Diese Vorwürfe kommen ja nicht nur von deiner Ex-Frau, sondern die kamen auch von Maestro oder von dem einen oder anderen, mit dem du zusammengearbeitet hast. Und ich weiß, dass der eine oder andere hier und da auch vielleicht übertrieben hat mit den Sachen, die sie über dich gesagt haben. Ne? So, es ist immer ein Stück Wahrheit mit drin, manche übertreiben auch und so. Ich will dich jetzt auch nicht irgendwie verteufeln oder so. Ich will dir auch jetzt nicht die ganze Zeit Vorwürfe machen, aber instabile Lebensverhältnisse sind sowohl für kleine Kinder, aber auch für deine Frau oder als allgemein für eine Frau so ungefähr das Schlimmste, was du denen hättest antun können. Ja, dass sie da ständig von Stadt zu Stadt, von Wohnung zu Wohnung, von Villa zu Hotel und Hotel bis dahin, das sind ja keine Verhältnisse. Ne? Und das Ganze führt natürlich dazu, dass eine Frau nicht das bekommt, was sie sich von einem Mann erhofft. Ja, guck mal, die Urinstinkte sind Zehntausende, Hunderttausende Jahre alt. Die sind ja in uns. Ne? Sowohl in Männern gibt es Urinstinkte als auch in Frauen. Und eine Frau, ne, um Kinder zu bekommen, weil eine Frau ist ja verwundbar, ne? Um Kinder zu bekommen, um die Kinder wohl aufzuziehen, zu ernähren oder denen irgendwie Sicherheit zu bieten, braucht eine Frau stabile Verhältnisse. Ne? Nicht, dass ich selber keine Fehler gemacht habe in meinem Leben. Ne? Es ist jetzt natürlich sehr einfach, von außen jetzt gute Ratschläge zu verteilen. Ne? Ist mir schon bewusst. Ne? Aber ich selber habe zum Beispiel, was Frauen angeht, sehr viele Fehler gemacht in meinem Leben. Und instabile Verhältnisse waren immer der Grund, warum hübsche Frauen, mit denen ich irgendwie dann was hatte, dann auf einmal weg waren. Wenn sie gesehen haben, in welchen Verhältnissen ich wohne, ne? Also die Wohnsituation. Ich habe sehr lange immer im Kopf gehabt, ich habe ja einen Kraftsportkanal
In meinem Kopf war immer, ey, die Wohnung ist für mich eigentlich ein Fitnessstudio mit einem Bett drin. Ich habe gar nicht drauf geachtet, die Sauberkeit. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, Ordnung, Sicherheit und irgendwie auch ein bisschen größere Wohnungen. Ich hatte meistens kleinere Wohnungen, 30, 40, 50, 30, 40 Quadratmeter. Dann auch zugestellt mit lauter so Gewichten und Hanteln. Und die Sauberkeit war jetzt auch nicht die Priorität bei mir und so weiter und so fort. Und für mich in meinem männlichen Kopf war, ey, wenn eine Frau kommt und ich verstehe mich mit der gut, dann ziehen wir ja in eine bessere, größere, sauberere Wohnung. Das war immer so das, was bei mir im Kopf war. Was ich halt nicht bedacht habe, ist, dass das mein männliches Gehirn ist und das denkt jetzt so. Ja, hier sind ein paar Gewichte, Hanteln, Scheiben und Bänke und so zum Trainieren. Da ist ein Bett, da ist ein Fernseher, das reicht. Ne, wenn eine Frau in so eine Wohnung kommt, die denkt sich natürlich ganz andere Dinge. Die denkt sich, ey, was ist mit dem und Sauberkeit? Was ist mit dem und Ordnung? Was ist mit dem und eine größere Wohnung oder so? Wie soll ich denn hier ein Kind aufziehen oder so? Was weiß ich, was eine Frau sich so alles denkt? Ja, wir Männer stecken da ja jetzt nicht im Kopf der Frau drin. So, was will ich dir damit einfach sagen? So, deine Ex-Frau hat ja viele Sachen erwähnt. Ne, deine Ausraster und so, ne? Ich meine, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? So, klar hast du hier und da bestimmt Gründe gehabt, irgendwie, du hattest Stress und so. Also nicht, dass wir das rechtfertigen wollen, ne, damit das klar ist. Aber es geht einfach nur darum, das sind keine Verhältnisse, wo eine Frau 6, 7, 8 Jahre lang glücklich ist und sich denkt, ja genau, hier bleibe ich, sondern irgendwann und das alleine lassen, ne, sie nicht mit rausnehmen und so. Ey, Mois, du musst auch dich mal hinsetzen. Ne? Ich habe ja viele Videos von dir gesehen und ich glaube dir, deinen Schmerz, deinen seelischen Schmerz, ne, und dass du allein gelassen wurdest, sowohl von deiner eigenen Familie als auch von deiner Frau und so weiter und so fort. Ich check schon, warum du so am Durchdrehen bist. Ne? Und zu guter Letzt, ich sag's nochmal, dieses grüne Zeug, das weiße Zeug, wofür du dich irgendwann entschieden hast, hat dir 0,0 weitergeholfen mit deinen Problemen. Ganz im Gegenteil, die Probleme, die du eh schon hattest, ja, die sind viel größer geworden und, ne, du sagst ja, deine eigene Familie und deine Frau und so weiter und so fort, die haben ja dann irgendwann gesagt, ey, hör mal zu, was ist denn mit dem Meister, der dreht ja komplett durch. Ne, das heißt, wenn du das weiße Zeug nimmst, du bist eh schon gestresst und aggressiv, ja, dann wirst du 10-mal aggressiver. Durch das grüne Zeug, ne, das wirkt auf die Gehirnchemie, also Biochemie des Gehirns. Ne, also viele würden das grüne Zeug ja immer so schön verniedlichen, ne, aber das greift ja in dein Hormonsystem, in deine Gehirnbiochemie ein und so weiter und so fort. Du funktionierst ganz einfach anders, du denkst anders, du nimmst andere Dinge wahr oder anders wahr, als die tatsächlich sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne, ich habe schon gedacht, so, deswegen habe ich auch im ersten Video gesagt, ja, Mois, du hast bestimmt auch Fehler gemacht. Obwohl das erste Video eigentlich nur für dich und für dein Leiden war, um dir zu helfen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal muss ein Mann oder eine Frau, ist egal, sich auch mal hinsetzen und sich über seine eigenen Fehler Gedanken machen. Ne? Und das fehlt mir so ein bisschen. So. In den letzten Wochen hast du ja viel von deinem Leid gesprochen, was ja auch okay ist. Ne, so, ich verstehe das auch, aber ne, versuch mal, dich mal hinzusetzen, ein bisschen über deine eigenen Fehler zu reflektieren. Weil rein theoretisch, und das wollte ich jetzt als letztes gesagt haben, du könntest Let's Plays machen, du könntest Reisevideos machen, du könntest, ne, so, und du hast eh noch so, du hast doch eh noch deinen Namen, Mois, Zeus, wie auch immer. Ne, die Leute gucken ja die Videos. Du hättest jetzt jede Menge Möglichkeiten, innerhalb von 6 Monaten bis 12 Monaten wieder eine riesen Reichweite aufzubauen. Reise doch. Die Leute würden dich gerne irgendwo in den karibischen Inseln sehen oder was weiß ich, irgendwo andere Länder. Ist ja egal. Gut, wobei du hast ja ne, den russischen Pass. Das könnte ein bisschen schwierig werden mit Verreisen. Ja, oder wo auch immer du bist, hier in Deutschland, Schweiz, Österreich oder Frankreich, Holland, wo auch immer du unterwegs bist, von mir aus Spanien oder wo auch immer. Ne? Wenn du Let's Plays machst, wenn du Stories erzählst, du hast ja auch diesen bestimmten Humor und deine Art und du bist ja vollkommen übertrieben, in egal was du sagst. Ne? Die Leute, du unterhältst ja die Leute. Ne? Ich bin mir sicher, wenn du mal ein bisschen dieses grüne, weiße Zeug mal weglässt und ein bisschen, wie gesagt, dich um Sport und Ernährung kümmerst und dann nebenbei lustige Videos machst und ein bisschen erzählst und machst und tust, ne, bist du schnell wieder da, wo du mal warst. Und ja, ich würde auf jeden Fall raten, dass du ein bisschen weniger in deine Ex-Frau-Richtung
erzählst und machst und tust und versuch das mal ein bisschen jetzt zur Seite zu schieben. Wäre besser für sie, um runterzukommen, ne? Weil sie ist ja auch maximal gestresst. Und für dich wäre das, glaube ich, auch viel, viel besser, damit du wieder klarkommst und mit deinen Videos auf YouTube und wo auch immer weiterkommst. Brudi. Und nicht jeder, der dir einen Ratschlag gibt, macht sich über dich lustig, ne? Nur damit das klar ist. Weil der eine oder andere YouTuber, finde ich, übertreibt ein bisschen mit seiner lustigen Art. Das ist eine ernste Thematik. Und ich versuche, wie gesagt, dir zu helfen, auch deiner Ex-Frau ein bisschen klarzukommen. Bitte auch nicht so viel so, bla, ich komme da und dahin, mach so und so mit dir oder mit deiner Familie und so. Sowas kommt gar nicht gut, Alter, bei den Behörden. Ich weiß nicht, ich würde das sein lassen. Tust du dir selber, deinen Kindern, deiner Frau und deiner Familie keinen Gefallen. Und ja, wenn das stimmt, ja, mit diesen Luxusuhren, was deine Brüder oder ne, deine Familie da dir weggenommen haben, ja, das ist schon hart. Aber das Problem ist ja im Internet, man weiß nie, inwieweit erzählt der eine oder die andere oder die Familie oder der hier die Wahrheit. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, am Ende des Tages, Mois, ne, du hast immer noch Feuer in dir. Versuch ein bisschen weniger negativ zu sein, versuch positiv zu sein und dann wirst du früher oder später wieder oben landen. In diesem Sinne, genieß die schöne Aussicht aus dem Benrather Schlosspark extra für dich, Mois. Komm mal nach Düsseldorf, Düsseldorf Süd, Benrather Schlosspark und geh mal hier spazieren. Das ist wunderschön hier. Bis dahin.